Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute geht es um den neuen Karrieremodus in FIFA 18 und zwar wurde da extrem viel verändert und darauf werden wir heute eben eingehen und falls ihr euch noch den Merchandise gönnen wollt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass da schon so viele Leute zugeschlagen haben und wir gehen jetzt auch schon direkt rein mit dem Infovideo und zwar habe ich mir das Ganze noch nicht ganz genau durchgelesen, denn ich will mich auch ein bisschen überraschen lassen und will auch so ein bisschen meine Reaktion mit einbringen. Teilweise weiß ich schon ein paar Sachen aus geleakten Beta-Bildern, aber die konnte man eben nicht zeigen, weil man sonst dafür gestrikt wird. Aber jetzt eben eine offizielle Nachricht von EA und das werden wir uns jetzt zusammen anschauen. So, der Karrieremodus jetzt mit der Power von Frostbite, also mit der neuen Game Engine. Also der Karrieremodus von FIFA 18 präsentiert auf PS4, Xbox One und PC die Power der Frostbite-Spiele-Engine. Frostbite sorgt für ein packendes Karrierespielererlebnis mit interaktiven Transferverhandlungen, dynamischen kinoreifen News, Videos im Menü, individuellen Trainingsvoreinstellungen und neuen Übertragungsgrafiken, die den Karrieremodus noch umfangreicher und noch realistischer gestalten. Also da wurde auf jeden Fall schon einiges getan in Zusammenarbeit eben mit der neuen Engine. Und ja, dann gehen wir rein ins nächste, interaktive Transferverhandlungen. Das ist auch schon der erste Punkt sozusagen. Dazu gab es schon ganz, ganz viele Bilder auf Twitter, auf YouTube und so. Aber wie gesagt, man wird halt gestrikt, wenn man die zeigt. Und diese Bilder sind dann immer nur für ein paar Stunden verfügbar. Und dann werden die immer gestrikt, die Leute, die das hochladen. So, die Transferverhandlungen wurden komplett überarbeitet und beinhalten nun mitreißende Echtzeitverhandlungen zu Transfers und Vertragsverlängerungen. Über die neue Transferzentrale im Karriere-Hauptmenü kannst du, Karrieremodus-Hauptmenü, kannst du all deine Transferkandidaten und angebotene Spieler im Blick behalten und das interaktive Transferverhandlungssystem nutzen. Dazu habe ich kurz einen kleinen Ausschnitt mal gezeigt, aber das Bild war irgendwie, glaube ich, nachbearbeitet oder so. Das heißt, es war nicht mehr das ursprüngliche Bild aus der Beta-Version, deswegen konnte ich das zeigen. Und zwar ist das so ein neues Feld sozusagen im Karrieremodus-Menü, wo du das Ganze eben auf einmal alles handhaben kannst und das erleichtert natürlich vieles. Interaktive Entscheidungsregeln ermöglichen es dir, persönlich neben Spielberatern, Managern und Vertretern anderer Vereine an Verhandlungen teilzunehmen und dir genau den Spieler zu holen, der deine Mannschaft noch fehlt. Der deiner Mannschaft noch fehlt. Alter, ich bin richtig draußen mit dem Lesen und so. Ja, Leute, die Schule ist vorbei für mich, deswegen muss ich mich da ein bisschen konzentrieren. Du kannst dich in der neuen Transferzentrale aber auch dafür entscheiden, nicht selber an den Gesprächen teilzunehmen und die Verantwortung deinem Assistenten zu übergeben. Aber ich denke mal, die meisten wollen das schon selber machen und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, wir gehen rein. Wenn du die Verhandlungen zu einem Spieler beginnen möchtest, rufe einfach die Transferzentrale auf, wähle einen Spieler aus deiner Kandidatenliste und wage einen Vorstoß. Sobald du mit den Verhandlungen begonnen hast, gibt es zwei Schritte, die zum Transferabschluss führen. Also zwei Schritte, wir gehen rein in den ersten. Du kannst dich persönlich in deinem Büro mit dem Manager mit einem Vertreter des abgegebenen Clubs treffen, um eine Summe für den Spieler auszuhandeln. Mit dem neuen Entscheidungsregler kannst du dein Angebot wählen und auch optionale Klauseln einbauen. Und das ist nämlich sehr, sehr geil, weil das ist halt wirklich wie in Real Life, diese Klauseln. Beispielsweise eine Weiterverkaufsgebühr. Mit der Abgabe deines Angebots beginnt der Dialog mit dem Verhandlungspartner. Er kann dein Angebot nun annehmen, ablehnen oder kontern. Dank der neuen KI-Verhandlungen, also Computer-Verhandlungen sozusagen, darfst du dich auf spannende, dynamische und vielfältige Antworten deiner Verhandlungspartner freuen, die für ihren Verein natürlich ein möglichst optimales Ergebnis erzielen möchten. Also du siehst schon, da ist wirklich alles neu. In FIFA 17 hast du einfach ein Transferangebot abgegeben, das wurde angenommen oder abgelehnt. Oder eben, es wurde eben auch gekontert, das heißt die Summe wurde erhöht, dass sie dann mehr Geld wollten für den Spieler. Aber das ist natürlich was ganz anderes. Also das ist wirklich ein absolut neues Level und das finde ich sehr, 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 sehr geil. So, da ist dann auch schon dieses Bild, wo zum Beispiel Mourinho mit einem anderen Trainer oder einem anderen Berater sozusagen redet. Und dann schauen wir uns auch schon direkt die zweite Möglichkeit an, wie das so ablaufen kann. Sobald ihr euch auf die Transfersumme geeinigt habt, kannst du direkt mit dem Spieler und seinem Berater verhandeln. Beim Hin und Her zwischen Angeboten und Gegenangeboten bestimmst du nicht nur über Gehalt, Vertragslaufzeit des Spielers, sondern auch über seine Teamrolle, seine Freigabeklauseln und neue Boni, Einsatzboni, Torboni, Spieler ohne Gegentorboni. Aber das zum Beispiel, Freigabeklauseln und so, das gab es halt absolut nicht in FIFA 17. Das finde ich so geil, weil das einfach wirklich im Real Life echt wichtig geworden ist. Ich meine, PSG holt sich Mbappé Lotin für 180 Millionen, können den eigentlich noch gar nicht holen, leihen sich den Spieler aus.
um ihn dann nächstes Jahr für 180 zu kaufen und so. Also das ist schon echt richtig, richtig kompliziert geworden. Und das müssen die eben auch reinhauen in FIFA 18. Und das haben sie getan und das finde ich sehr, sehr gut. Ja, da sieht man dann auch eben, wie die Spieler sozusagen verhandeln. Und das ist man dann, glaube ich, selber. Das ist halt der Manager. Und jetzt gehen wir rein, wie es noch ablaufen könnte. Wenn du die Verhandlungen zu einem Spieler beginnen möchtest, rufe einfach die Transferzentrale auf, wähle einen Spieler aus deiner Kandidatenliste und wage einen Vorstoß. Sobald du die Verhandlungen begonnen hast, gibt es zwei Schritte. Ach Gott, what the fuck? What the fuck? Okay, die schreiben einfach genau denselben Text da nochmal hin. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ich lese mir das, wie gesagt, zum ersten Mal durch. Ich wollte eine Reaktion auch machen irgendwie. Das ist halt genau dasselbe. Ergebnis erzielen möchten als letztes bei dem. Gegentorboni und Gegentorboni. Vielen Dank, ey. Wo sind denn da die zwei Möglichkeiten? Sagen wir, bin ich eigentlich komplett behindert oder haben die da einen Fehler? Sobald du mit den Verhandlungen begonnen hast, gibt es zwei Schritte, die zum Transferabschluss führen. Aber warum schreiben die genau das gleiche nochmal hin? What the fuck? Ja. Alles klar, gut. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Wie gesagt, ich wollte eine Live-Reaktion dazu machen. Ich wollte nicht mir das vorher durchlesen und dann so mega auf Pro tun. Ich wollte mir das selber auch durchlesen und dann euch eben sagen, was ich davon halte. Und das finde ich scheiße, dass die da einfach das genau gleiche nochmal schreiben. Das ist genau derselbe Text wie da. Naja, auf jeden Fall ein bisschen belastend. Wir gehen jetzt rein zum nächsten Punkt. Dynamische News-Videos powered by Frostbite. Das habe ich auch schon gesehen gehabt. Und zwar seht ihr hier, wie Lukaku vorgestellt wird bei Manchester United. Sobald du dich mit einem Spieler und einem Verein auf einen Deal geeinigt hast, wechselt der Spieler in dein Team. In FIFA 18 Karrieremodus werden sämtliche Vereins- und Spieler-Deals sowie wichtige Nachrichten aus der Fußballwelt mittels einer neuen Technologie präsentiert, die im Karrieremodus Hauptmenü News-Videos erzeugt. Also du siehst sozusagen immer, wenn wir wechseln oder so, so ein richtiges News-Video. Wenn Spieler beispielsweise den Verein wechseln, werden dir dynamische Bilder dieser Nachricht angezeigt, darunter Werbeplakate, Aufnahmen mit ihren neuen Teamkollegen oder Pressekonferenzen mit dem neuen Trainer. Neben den Transfer-Deals werden diese neuen Bilder auch dann angezeigt, wenn ein Spieler in seiner Liga zum Spieler des Monats gewählt wird oder wenn deine Mannschaft eine Meisterschaft oder einen Pokal gewinnt. Das ist sehr, sehr geil. Das heißt, das Ganze ist dynamischer, das Ganze ist aktiver. Da werden Videos gezeigt, da werden Bilder gezeigt. Da ist einfach mehr Aufwand drinnen, sage ich jetzt mal. Und das finde ich auf jeden Fall auch natürlich gut. Ja, wieso sollte ich das schlecht finden? Also da ist einfach mehr Feuer sozusagen im Karrieremodus dann drinnen. So, das Training, da sehen wir David De Gea natürlich hier direkt mal mit dem Spieler des Monatspokal müsste das sein. Mit 15 neuen Skillspielen oder 15 und noch mehr Skillspielen gibt es in FIFA 18 noch größere Vielfalt beim Trainieren der Mannschaft und beim Verbessern der Spieler. Erzeuge Übungsvoreinstellungen und weise sie bestimmten Spielern oder ganzen Spielergruppen zu, um für individuelle Entwicklungsstrategien zu sorgen. Beispielsweise bei Nachwuchsspielern zur Verbesserung ihrer Werte oder bei Spielern, die nach einer Verletzung zurückkehren. Okay, also das Training wurde auch ein bisschen optimiert, neue Übungen sind dabei und ja. Die schnellen Wechsel, die habe ich schon erwähnt, dass man jetzt mit R2 schnell wechseln kann im Gameplay. Das werde ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Die Teamspiele, Teamstile. Da lese ich euch das Ganze nochmal durch, habe ich auch schon erwähnt, aber gehen wir es einfach nochmal kurz durch. Der FIFA 18 Karrieremodus präsentiert neue Teamstile. Du wirst die bekanntesten Taktiken der Welt auf dem Rasen sofort wiedererkennen. Freu dich im Laufe deiner Karriere bei jedem neuen Team und bei jedem neuen Gegner auf authentisch nachgebildete Teamstile. In der Defensive, alles klar. Alter, ich kann nicht mehr reden, what the fuck? Ich meine, ich habe gerade irgendwie 2 Stunden gepennt oder so, aber trotzdem. Auch die Kommentatoren sprechen die jeweiligen Teamstile individuell an. So, jetzt haben wir das Ganze. Den Link zu der Seite verlinke ich euch natürlich auch in der Beschreibung, ganz klar. Das heißt einfach zum Beispiel Atletico, spielt halt so wie Atletico in echt, also eher defensiv und dann eher über die Konter zum Beispiel. Und Barcelona halt mit dem Tiki-Taka und so. Ja, das ist auf jeden Fall drinnen in FIFA 18. Dann Authentizität, die Atmosphäre und die Regionalisierung, das ist einfach nur das Stadion und so. Also wie gesagt, ich verlinke euch das, falls ihr euch das genauer anschauen wollt, tut das. Aber das ist jetzt nicht ganz so interessant, es ist einfach, dass das Stadion auf jeden Fall krasser ist, dass die Stadien eine heftigere Atmosphäre und so haben. Aber dazu habe ich eben auch schon Videos gemacht. Und ja, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen und ja, eben neue Übertragungsgrafiken. Ja, das ist auch in den meisten Trailern schon drin gewesen teilweise, aber ich, wie gesagt, ich verlinke euch die Seite, ich will das Video jetzt nicht unnötig lang machen,
Und ja, Freunde, das war es auf jeden Fall jetzt auch schon wieder mit dem heutigen Infovideo zum Karrieremodus. Man muss einfach ganz klar sagen, das hier ist eine komplette Fail-Aktion gewesen. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie komplett blöd bin und das irgendwie nicht checke. Aber wenn die da schreiben, dass es zwei Schritte gibt, beziehungsweise auch wenn die das da nicht schreiben, wieso machen die genau denselben Text? Einfach da nochmal. Das da ist genau derselbe Text wie das da. Und das ist halt einfach extrem komisch. Ich glaube nicht, dass das Absicht ist. Aber ja, schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare. Wahrscheinlich kommt eh im Endeffekt raus, dass ich irgendwie komplett bekloppt bin und irgendwie einen Fehler gemacht habe, dass das eigentlich eh so gehört und so bla 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 aus irgendeinem Grund. Ihr wisst schon Bescheid, Leute. Ja, Freunde, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Daumen nach oben da. Checkt den Merchandise unbedingt noch in der Beschreibung ab. Ja, Karrieremodus wird krass, wird besser als in FIFA 17 auf jeden Fall. Und für alle Karrierefreaks da draußen ist das natürlich sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und...